An Händen und Füßen gefesselt betritt der Angeklagte das Gericht. Erik X. gilt als unberechenbar. In der Untersuchungshaft griff er Beamte an, sitzt in einem besonders gesicherten Haftraum. Der 31-jährige Asylbewerber aus Ghana beteuert seine Unschuld, doch die Beweislage scheint erdrückend. Laut Anklage soll es Zeugenaussagen geben, die den Angeklagten überführen können. Außerdem, so die Anklage, gibt es DNA-Spuren, die auf den Angeklagten als möglichen Täter hinweisen. Im April hatte ein Pärchen in den Bonner Siegauen gekämpft, als der Täter ihr Zelt durchschnitt. Erst bedrohte er die beiden mit einer Säge wie dieser, verlangte Geld. Dann vergewaltigte er die junge Frau vor den Augen ihres Freundes. Besonders tragisch, seinen Notruf bei der Polizei halten die Beamten zunächst für einen Witz. Wir müssen daran arbeiten, dass es natürlich in dieser Form nicht wieder passiert. Das heißt, wir haben intern natürlich entsprechend nachbereitet und darüber hinaus auch vorher schon personelle Konsequenzen dazu gezogen. 5 Tage nach der Tat wurde Erik X. nach einer Großfahndung gefasst. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe und anschließend die Abschiebung. Das Urteil wird für den 9. Oktober erwartet.